Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda A Link to the Past. Im letzten Part habe ich ja gesagt, dass wir uns vor der Höhle treffen und die Münzen jetzt gegen Upgrades tauschen. Die Rubine, das machen wir jetzt. Runde Freunde. Na, dann werfen wir mal ein paar. Das geht ja ziemlich fix. Schauen wir mal, dass wir uns jetzt mit Bomben und Pfeilen ein bisschen upgraden. Ah, das reicht noch nicht. Dum, 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 dum. Okay, ich werfe immer 100. Ich bin von den Göttern geschickt. Jetzt werde ich dir einen Wunsch erfüllen. Was willst du? Mehr Bomben tragen? Gut, nun kannst du maximal 25 Bomben tragen. Ich hoffe, das freut dich. Gut. Fantastico. Na, ich werfe aber noch mehr. Hallo. Ich werfe. Zip. Ja. Wupp, wupp, wupp. Ach, sie ist so hübsch. Na, noch mehr Bomben. Yeah. Da, da, da. Wirf ein paar Rubine. Ich werfe. Schön, dass ich fröhlicher geworden bin. Das freut mich. Dafür umso trauriger, dass ich die Rubine weggeben muss. Und weiter geht's. Ach, es geht ganz fix. Mehr Bomben tragen. Juhu. Ich spiele es echt gerne. Es macht so viel Spaß. Eine überaus glückliche Zukunft. Ja. Naja. Heute habe ich, also in diesem Part, habe ich auf jeden Fall vor, mit euch in Heras Turm zu gehen. Diesen abzuschließen. Wir versuchen zumindest. Mehr Bomben. 40 Bomben. Ich glaube, 50 oder 55 kann man maximal tragen. Schauen wir mal. Jo. Goodie. Good evening. Sorgenvoll. Ach, ja. Okay, Doki. Hier wird mal ganz schön viel Moos los. Bomben. 50. Da-dam, 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 da-dam. Ja, ja. Wirf ein paar Rubine. Ich werfe. Zip. Da, da. Wir können uns noch ein oder zwei Herzteile holen. Müssen wir mal gucken. Schwitz, schwitz. Ich werfe. Wundervoll. Ach du hübsche Maid. Oh. Zumindest kriege ich mein Geld wieder. Na, das ist doch was. Dann können wir uns jetzt noch ein paar Pfeile holen. Wenn wir die Kohle eh schon auf den Kopf hauen. Throw it. Ich würde einfach nicht so 50 Euro ins Wasser schmeißen. Jupp. Und nochmal. Ja. Na, Pfeile, warum fragst du mich dann noch nach Bomben? Knallschote. Schupp. Jupp, jupp, jupp. Wirf ein paar Rubine hinein. Ich werfe. Na, haben wir ja fast geschafft. Jupp. Eine glückliche Zukunft. Ich mache das jetzt noch einmal, dann machen wir das später nochmal. Mhm.
Wir wollen ja auch mal weiterkommen. Nicht wahr, liebe Freunde? Ja. Mehr Pfeile. Haben wir jetzt 40 Pfeile. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Und los geht's. Lassen wir uns noch zwei Herzteile holen. Ein oder zwei. Ich muss mal schauen, ob wir nicht das eine schon haben. Nochmal ein bisschen auffrischen. Komme ich hier hoch? Jo. Sehr gut. Dazu müssen wir nochmal nach... wir müssen auf jeden Fall erstmal zur Kathedrale. Dieses Herzteil können wir uns später holen. Dann bei der Kathedrale, da gibt es ein Herzteil. Ein Teil von Herzen. Das Herz. Zum Glück haben wir die Stiefel. Die uns ja der gute Sahara Sala gegeben hat. Jupp. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier müsste irgendwo ein Steinhaufen sein. Wenn ich mich recht erinnere. Und ich glaube, der ist hier. Ja. Und anrampeln und schicki. Oh, 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 oh. Ein Herzchen. Du hast ein Herz gefunden, dein Herz ist gestiegen. Wunderbar, wunderbar. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt auf den direkten Weg zu Heras Turm. Denn ich glaube, das andere Herzteil haben wir noch. Sollte uns am Ende eins fehlen, dann weiß ich, welches es ist. Welches es ist. Alles klar. Welches es ist. So, jetzt haben wir es. Jetzt wollen wir die hier erstmal hier wegmachen. Hier liegen Stinkgang. Bitten, glaube ich. Herzchen. Oh, wir haben noch so viel vor uns, liebe Freunde. Wir haben ja im letzten Part im Sandpalast, Wüstpalast, haben wir ja die Krafthandschuhe bekommen. Damit können wir jetzt hier diesen Stein wegmachen. Jupp, jupp, jupp. Nee. Und rein damit in die Höhle. Eine Höhle. Mal ein bisschen aufpassen hier. Hier gibt es viele, viele Löcher. Und viele hässliche Fledermäuse. Na, na. Okay. Fein. Gehen wir einfach mal hier lang. Wer bist du denn? Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich dich, dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Okay. Schauen wir mal. Wir haben eine Lampe. Vorsicht, da sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber rechts entlang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Okay, dann gehen wir rechts. Kann man da bomben? Nee. Okay, das geht so schnell ab. Ja, alles andere sind wirklich nur Irrwege. Ja, da gibt es dann vielleicht Rubine oder ein Herzchen. Jetzt habe ich den Text übersprungen. Na toll, sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Arganim versucht durch die Entführung der Mädchen, die Nachfahren der sieben Weisen sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Ach, ich war wieder im Ich-Spiele-Alleine-Modus. Nee. So, jetzt sind wir in den Bergen. Und hier doch. Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich zuhörst. Noch etwas, falls du in einen magischen Teleporter gerätst, dann schaue in diesen Spiegel. Ein Spiegel! Du hast den Zauberspiegel, er ist klar, blau und schön, aber was ist das? Fühlst du, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Okay, Opi. Gehen wir mal hier rein. Da, 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 da. Der hinterhältige Zauberer hat den König arglistig getäuscht. Er versucht nur mittels Magie den Weg in die Schattenwelt zu öffnen. Ein grauenvoller Gedanke, wenn ihm das gelingt. Im Turm auf dem Berg befindet sich die sagenhafte Mondperle. Finde sie auf jeden Fall. Alles, was ich jetzt noch für dich tun kann, ist die Erholung zu schaffen. Du Ferkel!
Du kannst jederzeit zu mir kommen, ist mir klar, Opi. Hey, hallo, zu dir gehe ich nicht mehr. Also ehrlich. Dum, dum. Was ist hier eigentlich dran? Eine Höhle. Aha. Jip. Gut, 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 gut. Da steckt eine Fledermaus. Gut, gehen wir mal hier raus. Ah ja, das war eine Abkürzung. Stücke nach oben hätte man auch so laufen können. Aber ist ja kein Problem. Wie gesagt, wir gehen jetzt direkt Richtung Heras Turm. Ah, dem letzten... Nee, dem vorletzten Dungeon in der Lichtwelt. Okay. Keine Ahnung, was das gerade war. Sollte sich bitte nicht wiederholen. Nein, wir sind ein Kaninchen. Wir können nichts machen. Außer uns die Karte angucken. Das ist die Schattenwelt. Kurzer Spoiler. Was willst du hier? Bildest du dir ein, du Hasenfuß, kannst mir ausrichten als ich? Ich such dir die goldene Macht. Was ist aus mir geworden? Ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Heras Turm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandeln. Ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Nun, lass mich endlich in Ruhe. Du? Bounce, bounce. Hallo, du Hasenfuß. Ich muss dir was erzählen, sperr die Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fast identisch mit Hyrule erschaffen. Was das bedeutet? Das heißt, zu allem und jedem in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in diese Welt kommt, in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung, so wurde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. Okay. Dum, 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 dum. Jetzt nehmen wir den Spiegel. Zup. Ach ja. Und da gibt's noch ein Herzteili. Jawoll. Gut, liebe Freunde. Dann gehen wir jetzt in Heras Turm. Over. Over. Du, du, du. Schauen wir, was uns hier erwartet. Hier gibt's solche fiesen Schalter. Am besten, man bewaffnet sich mit dem Boomerang. Mit dem kann man die aktivieren und deaktivieren. Jup, jup. Genau. Wie Knochenheinis. Okidoki. Aber nichts leichter als das. Boah. Die Mini-Ausgabe. Ein Schlüssel. Zucki. Rabatti. Rabatti? Hier kommen wir wieder runter. Bloß nicht runterfallen. Diese komischen Bouncer-Dinger wollen uns dazu motivieren, in die Löcher zu fallen. Ja, das sind Gauner. Ah, die kriegt man mit den Krügen, kriegt man die wunderbar weg. Hier brauchen wir den großen Key. Das heißt, hier kommen wir noch nicht weiter. Den müssen wir uns erst holen. Okay. Bossi, ich bin es, der Dorfälteste Saharasala. Ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verliesen einen Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Okay. Nehme ich zur Kenntnis, hinter die Ohren geschrieben. Ach, der gute Saharasala, lalala. Was haben wir denn hier? The Map. Wunderbar, hier gibt es 6 Etagen, aber alle nicht besonders groß. Hm, gar kein Problem. Der Turm ist nur ein bisschen tricky. Jetzt gehen wir hier rein. Ab nach unten in den Keller.
glaube, wir gehen uns, wenn ich mich jetzt... Ja. Die Dinger hier auf dem Keks. Zack, zack, zack. Na komm schon. Jupp. Ich meine, wir hätten noch ein paar Feen. Dann kann es im Endeffekt doch gar nichts passieren. Jupp, 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 jupp. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jupp. Zack. Und zack. Okay, der letzte hat uns getroffen. Gar kein Problem. Was mag es hier geben? Komische Würmer. Coins. Ah, Rubine. Zack. Euch brauche ich nicht. Oha. Full Magic. Zack. Gibt's wirklich viel Magie? Denn wir brauchen jetzt unser Lämpchen. Wir müssen diese vier Fackeln anzünden. Da, da, da. Und schon haben wir den großen Schlüssel. Na. Das war doch easy. Jetzt gehen wir noch zum Boss und die Sache ist erledigt. Na gut, wir holen es noch ein. Zwei Feen. Gut, die will ich jetzt eigentlich nicht verschwenden. Kommt schon, gib mir Herzi, komm bitte, eins, nein. Na gut. Eieiei, jetzt muss ich hier nochmal zurück. Den Schalter aktivieren, zacki. Gut. Wir werden doch wohl irgendwo ein Herzchen finden. Wupp. Zack. Sehr gut. Jetzt nehmen wir den Bumerang und zack. Nee. Okay. Ach so, jetzt müssen wir wieder hier runter. Ach, ich hoffe nicht, dass diese Eulen... Ja, diese Eulen sind da. Wir werden uns ganz schnell verdünnisieren. Da, da, da. So, das war hier, glaube ich. Ja, genau. Bitte mal jetzt hier reinfahren. Jupp. Kommen wir hier wieder raus. Alles keine Sache. Ist jetzt hier irgendwas Schönes drin? Nein. Okay, okay, okay. Wenigstens sind die bösen Gegner nicht da. Auf diesen Schalter treten, bitte. Und zack. Kommen wir schon in die nächste Ebene. Wir müssen aufpassen. Wupp. Zack. Ja. Das Gepieps hat leider noch kein Ende. Selbst wenn wir jetzt hier reingehen, dann fallen wir quasi wieder durch. Dann sind wir wieder eine Etage tiefer. Okay. Magic. It's magic. Zip. Die Würmer, die werden wir mal schauen, dass wir die so elegant wie möglich beseitigen. Ja, plus Coins. Mehr habt ihr gar nicht für mich. Zack. Da, 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 da. Der Kompass. Da, 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 da. Zack. Okay. Wir müssen jetzt quasi eine Etage höher. Wir müssen mal sehen, dass wir uns dann hier auf dieser Höhe fallen lassen. Wupp, wupp, wupp. Nicht mit mir. Nee, nee. Eieiei. Schön vorsichtig.
Bloß nichts anstellen, liebe Freunde. Ja. Eieiei. Eigentlich will ich euch bashen, weil ihr könnt mir Herzen geben. Da gibt's auch welche, müssen wir einen Schalter umlegen. Ich weiß ja schon wo. Oh, du hast auch eins. Ach, das Piepsen hat ein Ende. Ist das nicht schön, liebe Freunde? Ach. Ehrlich. Ich glaube, wir müssen uns hier fallen lassen. Ja. Und zack. Die Mondperle, die Gestalt des Helden, ist damit gefeit gegen magische Verwandlung. Hui, hui. Jetzt werden wir hier nochmal zurückgehen, denn da könnte man ja einen Schalter umswitchen. Richtig. Da, da, da. Mir ist übrigens aufgefallen, liebe Freunde, dass der letzte Part möglicherweise leicht übersteuert ist. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Dun, dun, dun. Komm, nehmt einen Krug und schmeißt mir auf den Kopf. Ich hab's verdient. Ja, ja. Ach je. Warum nur? Gut. Hier können wir uns erstmal ein bisschen erfrischen. Das werden wir auch brauchen. Wir werden aber noch nicht alles nehmen, denn hier geht es direkt zum Bossi. Hier kann man bomben. Nö, ist nix. Alles klar. Dann werden wir uns jetzt zum Bossi begeben. Oje, oje, oje. Darf ich vorstellen? Hera! Ein überdimensionaler Wurm. Den man auch immer auf den Schwanz hauen muss. Ja, liebe Freunde, das ist tatsächlich so. Man darf bloß nicht runterfallen. Das ist so diese Kunst an der ganzen Sache. Ich mag das. Das ist mein absoluter Hassboss. Da, 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 da. So, das war's schon. Verdammt. Gut, jetzt füllen wir uns wieder auf. Ich muss aufpassen, ich muss mich mehr konzentrieren. Und zack. Deswegen habe ich noch nicht alle Krüge genommen, weil die Herzen kann man nun wirklich gebrauchen. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Trick gibt, um dieses Getüm besser zu eliminieren. Bam, 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 bam. Jetzt werde ich erstmal die Klappe halten, ich muss mich erstmal konzentrieren. Tut mir leid, sorry. Atmen. Mann, Leute, das war knapp, das war knapp. Wie gesagt, ich hasse diesen Gegner. Ich bin froh, dass ich den weg habe. Damas, das dritte Amulett. Schiefer geht's nicht. Du hast das Amulett der Weissatterung geschafft. Du hast alle drei Amulette. Geh jetzt und suche das Masterschwert in den verlorenen Wäldern. Das machen wir. Und wie wir das machen? Und zwar im nächsten Part. Liebe Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, euer Retro-Basti. Ciao!